Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Keck. Dietmar Keck, Zentralbetriebsrat der Voestalpine in Linz, Seniorensprecher der SPÖ. Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister. Wir haben viel heute schon über die Pensionen gehört und Kollege Loacker, du weißt, ich schätze dich, Gerald, aber was du heute gesagt hast, versteht wirklich keiner mehr. Wenn der Kollege Stöger hier rausgeht und sagt, 45 Jahre sind genug, 45 Jahre sind genug für diese Menschen, die im Straßenbau bei der ärgsten Hitze die Arbeiten machen, die am Bau sind, Maurer sind, 25, 30, 50 Kilo Sackel schleppen, die bei einem Hochofen sind, die in einer Schmieden sind, in einer Kirsterei sind. Ja, meine Damen und Herren, das sind wirklich 45 Jahre genug, um abschlagsfrei in Pension gehen zu können. Und ich denke, lieber Gerald, und ich muss dir das so sagen, das kann nur einer sagen, der weiß, wie diese Jobs sind und der an diesem Job schon gearbeitet hat. Ich weiß, wie schwer das ist für diese Menschen und für Jahr, was die älter werden, wird es immer schwieriger, in diesem Job zu bleiben. Und glauben wir, die sind froh, wenn sie 60 Jahre sind, dass wir sagen können, Freund, du kannst in Pension gehen. Und was passiert dann in unserem Staat? Er kriegt massivste Abschläge. Abschläge, dass er 45 Jahre Beiträge bezahlt hat, 45 Jahre für die Republik, für die Wirtschaft und für alles gearbeitet hat, und da wird er bestraft in dem Land. Das finden wir nicht als gerecht und das gehört abgeschafft. Und lieber Gerald, wenn du sagst, die Wanderversicherungsbeiträge bringen 2 Milliarden im Jahr, da muss ich sagen, komm auch du mit richtigen Zahlen. 2018 war der letzte Wanderversicherungsbericht, da ist ganz klar drin, das war 1 Milliarde, das heißt, du hast verdoppelt auf 2 Milliarden und in den letzten 3 Jahren kann das keine Milliarde zusätzlich ausgemacht haben. Und wir haben es ja schon diskutiert bei den Diskussionen im Budgetausschuss, im Kapitel fürs Budget. Wenn du sagst, 190 Millionen für einen Monat länger arbeiten, das stimmt schon, aber wenn alle aus der Arbeit in die Pension gehen. Aber wir haben viele, die gehen aus der Arbeit nicht in die Pension, die sind vorher krank, die sind vorher arbeitslos. Also die Gründe, so ist nicht, dann würde ich dich bitten, arbeite auch du mit Zahlen, die wirklich stimmen. Aber wir haben ein anderes Problem, meine Damen und Herren. Das WIF erwartet für den Jänner 2022 eine Inflation von 4,5%. Der wöchentliche Einkauf wird um 6,8% teurer als im Vorjahr. Das Benzin wird um 36% teurer. An manchen Tankstellen sogar bis zu 100% teurer. Die monatlichen Mieten steigen sowieso so rund um 3%, wer noch heizen würde, das Licht aufdrehen würde, hat um 16% mehr Kosten als im Vorjahr. Das heißt, es kommt eine unheimliche Teuerungswelle auf die Österreicherinnen und Österreicher zu und ich sehe keine Maßnahmen hier im Budget für 2022. Ich finde nichts dazu, um das abzufedern. Einkommensschwache Haushalte müssen daher sofort gestärkt werden. Dafür braucht es einerseits eine bessere Pensionsanpassung als die, die vorgesehen ist, und andererseits auch Teuerungszuschüsse, vor allem für Bezieherinnen und für von kleinen und mittleren Pensionen und Einkommen, damit niemand im Winter frieren muss. Denn es kann nicht sein, dass sich eine Person in Österreich entscheiden muss, muss ich frieren oder habe ich was zu essen, Herr Minister. Also das darf es nicht sein. Da haben wir als Regierung dagegen zu arbeiten. Es ist nur eine Frage der Gerechtigkeit, wenn wir hier die Kaufkraft stärken und die Wirtschaft stärken und diesen Menschen Zuschüsse geben. Daher bringe ich folgenden Entschließungsantrag der Abgeordneten Muchitsch, Genossen und Genossen betreffend Teuerungsausgleich und Bundesheizkostenzuschuss, eingebracht im Zuge der Debatte zum Bericht des Budgetausschusses über die Regierungsvorlage 1034 DB Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvoranschlages für das Jahr 2022, Bundesfinanzgesetz 2022, BFG samt Anlagen UG 21 Soziales. Die unter fertigen Abgeordneten stellen der nachfolgenden Entschließungsantrag, der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine Regierungsvorlage für einen Teuerungsausgleich für PensionsbezieherInnen in der Höhe von 100 Euro und einen Bundesheizkostenzuschuss in der Höhe von 300 Euro für einkommensschwache Haushalte zur Beschlussfassung zu übermitteln. Meine Damen und Herren, es ist notwendig, diesen Entschließungsantrag beizutreten. Ich habe vorhin schon gesagt, es kann nicht sein, dass sich eine Person entscheiden muss, muss ich frieren oder habe ich was zu essen in Österreich. Ja. Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, ausreichend unterstützt und steht somit in Verhandlungen.